RTL, Samstagnacht, die Nachrichten. Mit Esther Schweins und Stefan Jürgen. Schönen guten Abend. Samenbankkinder kriegen Rente. Wir meinen, es wurde auch mal Zeit, dass die Wichser zur Kasse gebeten werden. Wissenschaftler in Mexiko wollen die Sprache der Dinosaurier ergründen. Wie sprachen sie denn die Dinosaurier? Tanja Schumann bekam die Antwort von Herbert Kleiber, dem führenden Dinosaurier-Parodisten Deutschlands. Herr Kleiber, Sie können alle Dinosaurier nachmachen, behaupten Sie? Ja, das stimmt. Ja gut, wie sprach denn zum Beispiel ein Archäopteryx? Mäm! Sand. Und wie redete zum Beispiel ein Velociraptor? Huff, huff! Ah ja, verblüffend, Herr Kleiber. Und wie wär's mit einem Maya-Saurier? Also, Herr Kleiber, mir reicht's jetzt. Sie kriegen eine Mordskohle dafür, weil Sie behaupten, alle Sprachen der Dinosaurier zu können. Und alles, was hier kommt, ist ein Hund, ein Schaf und ein Kuckuck. Ich meine, gehen Sie doch dahin, wo Sie hergekommen sind. Ja, wo wollen Sie denn hin? Ich gehe dahin, wo ich hergekommen bin, zum ZDF. Was machen Sie da? Aussterben. Karl Ranseier ist tot. Wo und warum sehen Sie nach der Werbung? Sie haben es eben gehört, Karl Ranseier ist tot. Der wohl erfolgloseste Kunstfälscher aller Zeiten war bereits vor seiner Geburt aktiv. Schon auf seinen Ultraschallbildern sah er aus wie ein ganz früher Picasso. In der Grundschule begann er mit seinen ersten Van Gogh-Fälschungen, indem er seinem Sitznachbarn das Ohr abquatschte. Erst in seiner Pubertät reiften Ranseiers wahre Talente heran. Er nannte sich fürderhin Pickelangelo und heiratete später seine Jugendliebe Agne Huber. Das nur am Rande. Ranseiers Mann mit dem Goldkettchen lag wie Blei in Regalen und nicht einmal der Stern zeigte Interesse an seinen gefälschten Hitler-Badetüchern. Einzig seine Christo-Parodie war ein Achtungserfolg. Ranseier hüllte sich vor den Augen begeisterter Berliner Bürgerinnen und Bürger vor dem Reichstag in Schweigen. Karl Ranseier starb gestern an Unterkühlung bei dem Versuch, einen freilebenden Eisbären nackt zu malen. Madonna hat einen neuen Lover. Er ist gerade 18 Jahre alt geworden. Ihr Kommentar dazu? Eigentlich wollte ich ja ein Baby, aber wer an meinen Brüsten saugt, sollte alt genug sein, um danach kein Bäuerchen zu machen. Hey, wir sind nicht zum Vergnügen hier. Katharina Valente feiert ihr 60. Bühnenjubiläum. Aus diesem Anlass zeigte die ARD gestern eine Sendung über die Künstlerin. Sie hatte bis zuletzt gerichtlich versucht, die Ausstrahlung der Sendung zu verhindern. Zu dieser traurigen Entwicklung nun ein tröstendes Wort zum Sonntag von Bruder Gottfried aus dem Kloster St. Agnacht in Beulen an der Rinn. Liebe Katharina Valente, in diesem Hirtenbrief wende ich mich an Sie. Nun sind Sie schon seit 60 Jahren eine große Künstlerin. Wieso? Wie? So viele Jahre schon? Und immer auf der Bühne. Heute kann ich es Ihnen ja sagen.
Der Ausgang ist hinten rechts. Sie haben uns gezeigt, dass viele Fremdsprachen wichtiger sind als eine gute Melodie. Zumindest für einen Dolmetscher. Aber leider sind Sie ja Sängerin. Seien Sie nicht böse auf der ARD, dass Sie einfach eine Sendung über Sie gemacht haben. Freuen Sie sich doch. Andere haben überhaupt keine Ausstrahlung. Und wenn Sie sich eine neue Perücke kaufen, rufen Sie mich an. Auch nachts. Dankeschön. Roland Kaiser ist pleite, das meldet der Kölner Express. Glück im Unglück, er hat auch kein Geld für eine neue Plattenproduktion.